Was ist denn das da im Boot, oder? Nee, oder Schnee? Wir gucken mal eben. Wir sind ja überhaupt nicht neugierig. Nein, dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Eis. Willkommen zurück zu The Long Dark. Ja, in der letzten Folge habe ich versucht, eigentlich nochmal nach draußen zu gehen, um was zu bauen. Aber ich habe jetzt eben offscreen mich schlafen gelegt. Jetzt muss ich erstmal wieder mich ausstatten. Jetzt müsste der blöde Bär auch wieder weg sein. Ach, ich will nicht schon wieder schlafen. Jetzt unser Körper, ne, ist jetzt ein bisschen, was haben wir hier denn eigentlich? Schokolade. Essen war, weil wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen was auf die Rippen kriegen. Oh, wir waren schon unter den 100 Kilokalorien. Nicht gut. Das Doofe ist, ich will die Bohnen auch nicht kalt essen. Ich weiß, denke mal, das bringt mehr, wenn die warm sind. Dann trink mal lieber die Brause. Okay, das hat, glaube ich, nicht viel ausgemacht. Okay, dann nehmen wir die letzte auch noch. Das ist echt blöd. Obwohl, den Fisch könnten wir, glaube ich, noch essen. Das machen wir jetzt auch. Kleine Fische in einer Dose. Essen. Okay, die haben anscheinend nicht mehr geschmeckt. Aber die soll sich mal nicht beschweren, ne? Besser als nichts. Genau, ich wollte nämlich gucken, ob ich was bauen kann. Wie, der blöde Kackbär ist da noch. Ich weiß gar nicht, wie man den verscheuchen kann. Okay, der hat sich in den letzten 18 Stunden, die ich mich jetzt hier versteckt habe, anscheinend anderweitig umgesehen nach was zu essen. Genau, hier wollte ich nämlich eigentlich hin. Weil ich wollte ja mal gucken, hier kann man nämlich auch ein paar Sachen bauen. Na super, Fackeln kann man nicht bauen. Warum stöhnen sie jetzt so? Haken haben wir auch. Wir wollten eigentlich... Scheiße, wir brauchen nämlich eine Schnur. In der vorherigen Aufnahme, wo der Speicherstand nicht funktionieren wollte. Ja. Hatte ich eine Angelschnur gefunden. Bärenfellschlafsack. Wolfspelz. Hier, eine Rehlederhose wäre ja cool. Wir brauchen eine Rehhaut. Entschuldigung. Und einen Darm. Lecker. Na super. Oh, ein Bogen. Getrockneten Ahorn. Schössling. Und ein Darum. Das ist ja doof. Wir brauchen ganz schön viel dafür. Das ist echt blöd. Wir werden mal gucken, ob wir hier noch was durchsuchen. Genau, wir gehen mal zu der Hütte. Ein bisschen gucken, wo die Wölfe gerade rumdümpeln. Aber ich glaube, jetzt ist die verbackte Hütte auch nicht... also ist sie wieder sichtbar. Jetzt komme ich hier nicht rüber, oder was? Ich sehe gerade gar nichts. Nicht mal ein Hirsch. Das ist ein bisschen gruselig. Das ist doch eine Falle. Die verstecken sich doch alle hinter der Hütte. Obwohl, ich bin ja hinter der Hütte. Und dann greifen sie an. Unsere Attacke. Da ist hier nichts. Also der Sturm hatte ich anscheinend verscheucht. Oder tritt die ganze Zeit die dann... Oh, ich bin doch nicht dahinter. Oh wow, die hat ja mal eine Tür. Das ist die erste Hütte, die ich mit Tür hier sehe. Die anderen sind alle offen. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, das ist ja cool. Sind wir ja mal ein bisschen sicher. Vor allem, jetzt kann ich das Ding mal wegstecken. Aber irgendwie geht es immer nicht so, wie ich das will. Irgendwie kann man das nicht weg... Oh. Keine Schusswaffen. Dahin! Ich will nichts ablegen. Ich fasse es ja. Köder abgelegt, okay. Wie packe ich denn... Achso, das muss ich wieder manuell, glaube ich, machen. Das ist echt blöd, ne? Ich glaube, ich mache das jetzt anders. Ich zünde jetzt einfach ein Streichholz an, so. Kein Bock, das jetzt. Das auch nur ein einfaches. Oh, da ist noch was zu futtern. Best be prepared for anything. Ich wollte gerade sagen, das hatte ich doch erst durchwühlt, oder? Boah, ich würde jetzt alles echt für eine Hose geben, ne? Alles. Alles. Okay. Nicht mal eine Angelschnur gefunden. Ist auch blöd. Also müssen wir doch wieder raus. Weil eigentlich gab es hier noch mehr Hütten, aber irgendwie sehe ich keine mehr. Was ist denn das da? Eine Brücke?
Das sieht da aus, als wäre da drunter irgendwas, oder? Wir gehen jetzt mal dahin. Aber wir sind schlau, wir gehen nicht ohne unsere Waffe. Ich nicht hier heuer. Aber obwohl, in der einen Folge sah sie aus, als wenn hier drüben auch noch lauter Angeln hütten, weil der See ist ja riesig. Verstehe ich nicht. Da drüben ist irgendwas. Nee, doch nicht. Keine Ahnung, sieht hier aus, als wäre da unten was drunter noch. Unter der Brücke. Das wäre schon ein bisschen gruselig, wenn da was wäre, oder? Nee, sieht nicht so aus. Das sah von Weitem jetzt aus, als wäre da auch irgendwie so ein Zwischenlager, keine Ahnung. Nee, nix. Schade. Ein Hase. Aber ich glaube, ich komme nicht so nah ran, dass ich den abstechen kann. Nee. Okay, ich wäre auch abgehauen, so ist nicht. Ich überlege, ob ich gerade nach oben gehe und gucke, ob da vielleicht ein Auto steht. Was ist denn das für ein Busch? Doof ist, obwohl, es geht eigentlich. Wir haben uns mit den Klamotten ganz gut arrangiert gerade. Ich glaube, es ist auch nicht so kalt, oder? Na, okay. 17, minus 17. Gefühlt minus 3. Okay, auf der Brücke. Da ist ein Auto, sag ich doch. Ich wollte aber erst den Busch haben. Wo ist er? Hä? Ach, da. Okay, der Busch will nicht. Dann gehen wir doch zum Auto. Ich will auch nicht so weit von meinem Lager weg, weil, wie gesagt, das ist mein ganzer Kram. Und dann hinten im anderen ist ja auch so viel. Gehen wir erstmal hier vorn rein. Ja. Total schön hier. Nicht. Hier gibt es ja gar nichts. Ah, das habe ich bestimmt vorhin übersehen bei dem anderen. Das Handschuhfach. Aber ist jetzt auch egal. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Jetzt hier hinten konnte ich eigentlich nichts sehen, dass da was liegt. Nö. Das ist ja doof. Gucken wir noch in den Kofferraum, ob da was Schönes sich drin versteckt. Ich glaube, lange macht unser Brecher jetzt auch nicht mehr mit. Yippie. Mal wieder ein Schal. Oh, ernsthaft jetzt? Streichelt so ein Schal. Ich glaube, nee, wir laufen nicht wieder zurück. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier noch irgendwo was. Das was uns auch was bringt. Boah, hier sind echt keine Anglerhütten mehr, ne? Wie blöd ist das denn? Ich glaube, hier kommen wir schon ins nächste Gebiet, wenn wir jetzt hier weiterlaufen. Ne, hier ist ein Ast. Boah, das ist blöd. Das wollte ich eigentlich nicht. Oder? Nee, weil unser Kram. Wir haben jetzt in jedem Gebiet Kram schon zwischengelagert. Was ist denn das da? Ein Boot, oder? Nee, oder Schnee. Wir gucken mal eben. Wir sind ja überhaupt nicht neugierig. Nein, dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Eis. Okay, da wollen wir doch nicht hin. Ich wusste, dass das... Ja, das hab ich nirgendwo gesehen, dass man auch einbrechen kann. Aber es scheint doch so. Okay, hier ist eine Sackgasse. Prickelnd. Nee, da kommen wir nicht weiter. Ganz toll. Okay, damit können wir auch nichts anfangen. Gut, ich wollte ja eh nicht weiter ins nächste Gebiet. Obwohl, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Felssturz. Anscheinend kommt man doch da weiter. Irgendwo. Nicht. Keine Ahnung. Weil wir können ja nicht springen. Ist das Witz, ja? Warum können wir eigentlich nicht springen? Felssturz. Ja, voll der neue Ort. Ich dachte jetzt nicht, da müsste man hier oben lang. Ich glaube ja, außenrum kommt man. Das ist ja blöd. Wie gesagt, ich will eigentlich nicht schon wieder ins nächste Gebiet. Warum ist mir das hier gerade überhaupt nicht geheuer?
ist ja auch eine Sackgasse, aber ein blöder. Boah, ich dachte, da läuft was, ey. Guck, guck, Bärchen. Dafür können wir auch nicht hoch. Nee. Das ist ja Maschite. Du kommst ja gar nicht lang. Los, rennen. Rennen. Boah, genau. Schnauf erstmal. Wie kommen wir denn jetzt hier lang? Ich glaube, dann suchen wir uns doch in. Dann versuchen wir nochmal in eine andere Richtung, wo die ganzen Hütten waren. Oh, jetzt ist mir mein. Hab ich einen Krampf im Fuß? Was liegt denn hier? Ach, ein Ast. Ich glaube, aus dem kann man doch. Ne, ein Tannenast. Ich glaube, wir zerlegen den mal. Wie viel brauchen wir dafür? Eine Stunde. Kannst du übertreiben, ey. Das ist jetzt dunkler geworden, oder? Ich muss mal gucken. Oh nee, jetzt fängt der Sturm wieder an. Na super. Nee, dann müssen wir wieder zurück zu unserer Hütte. Das ist mir zu riskant. Ohne Hose. Immer noch. Scheiße. Wir rennen mal lieber nicht so, weil ich habe schlechte Erfahrungen mit Bergab-Sprüngen gemacht. So mit leichten Verstauchungen und den baldigen Tod danach. Shit, ey. Jetzt hoff ich, dass die Wölfe jetzt hier nicht langdümpeln. Das ist sehr blöd gerade. Wir haben ja auch immer ein Glück, ne? Ein Hase? Mehr Hase, ich hau dich platt. Kann ich gar nicht. Ja. Ich glaube, wir haben einen verbackten Hasen, der gegen Sturm anläuft. Lauf, Bugs Bunny, lauf. Der sieht aber auch gruselig aus, oder? Nee, den wollen wir nicht. Ich kann den eh nicht töten, so wie es scheint. Nö. Pff. Nicht schlecht. Wir gehen mal lieber weiter, ne? Bevor wir erfrieren. Oh ja. Super, jetzt können wir nicht mehr sprinten. Wir könnten ja auch da erstmal Zwischenrast machen. Fällt mir gerade ein. Weil da ist ja auch ein Ofen. Vor allem ist es sogar, glaube ich, besser. Nee, dann gehen wir da hin. Weil wir sind ja nicht weit weg. Ich kann nur hoffen, dass hier kein dünnes Eis ist. Ich habe ja jetzt, ne, mitgekriegt, dass es doch dünnes Eis gibt. Die Tür offen gelassen? Ja, habe ich. Hm. Na, prickelnd. Warum läuft die denn jetzt so langsam? Na, sag mal, man kann es auch übertreiben. Achso, wir laufen, glaube ich, gegen den Wind, ne? So eine Scheiße. Da brauchen wir ja 3 Stunden, ehe wir da bei der Hütte sind. Ich glaube, dann wären wir in die andere Richtung doch schneller gewesen. Na komm. Stunden später. Okay, jetzt können wir wieder ein bisschen sprinten. Und diesmal war die Tür auch zu. So. Das ist da anständig hier. Gleich anschmeißen. Das Gute ist, wir haben, glaube ich, diesmal ein Buch mit. Ich weiß es gar nicht. War das hier? Nee, war das nicht. Ich glaube, das ist nicht so schlau, ein ganzes Zeitungsdings näher zu nehmen. Wir nehmen mal einen Zunderbeutel, weil ich glaube, aus Zeitung machen wir auch einen. Ach, hier ist das Buch, genau. Ja, wenn ich so ein Glück wie ich habe, dann erwische ich jetzt wieder die letzten 4% von der Chance. Wie vorhin mit dem Reparieren. Mit den letzten 3%. Ne? Also ich bei 97% Erfolgsaussicht trotzdem versage. Oh, das wäre jetzt noch gewesen, ey. Ich wollte eh das Ding mal wegstecken hier. Oh, wieder falsche Tasse. Ich glaube, so geht das auch. Ja. Nee, doch nicht. Ach, jeder. Immer Escape. Aber jetzt können wir die Bohnen uns mal aufwärmen, glaube ich. Bin ich blöd? Wo ist denn die doofe Fackel jetzt? War hier, glaube ich, ne? So. Genau, wir müssen hier nämlich wieder was reinschmeißen. Ich glaube, wir machen hier alle Stöcke rein.
macht denn das eigentlich aus? Das hat er doch letztes Mal noch angezeigt, was das ausmacht. Und zeigt das jetzt nicht mehr an. Das ist ja merkwürdig. Sonst hat er doch immer angezeigt, was welches Holz ausmacht, wie viel Brenndauer, keine Ahnung. Müsste jetzt reichen, oder? Ich glaube, dann nehmen wir auch eine Fackel raus. Aber wir müssen die irgendwie ausmachen. Ah, hier. Genau. Nein. Ach, die muss ich erst wegstecken, oder? So ein Mist. Wo sind die? Wo sind jetzt die Fackel? Ach, nö. Ach, hier. Genau, jetzt kann man es nämlich welche. Weil jetzt schmeiße ich nochmal. Nein. 3 Stunden 42. Nehmen wir uns noch eine Fackel raus, glaube ich. Dann haben wir immer Reserve. Ist doch schlau eigentlich. Wieso bin ich vorher mal nicht drauf gekommen? Okay, die wiegen auch ein bisschen was, ne? So, 2 Fackeln reichen. Achso, das hatten wir ja schon alle durchbügelt. Oh, wir haben mal wieder Hunger. Dann kochen wir uns schnell was. Nein. Pfirsiche kochen wir nicht. Schlechte Erfahrung. Doof ist, jetzt verbrauchen wir natürlich auch Zeit fürs Kochen. Und fürs Öffnen. Und fürs Essen wahrscheinlich auch noch. Ich glaube, vorher hat er das dann immer gleich gegessen. Aber jetzt macht er das nicht mehr. Wo ist jetzt die Erhitzedose? Das war die hier, glaube ich, ne? Genau, da steht's ja. Genau, jetzt kann ich das auch mal ganz lesen. Bohnen in dunklem Sirup mit Stückchen, die wie Schweinefleisch aussehen. Ob es nun das ist, ne? Eine andere Sache. Und die Pfirsiche will ich noch nicht essen. Boah, ist das blöd, ey. Ich glaube, umso müder die ist, umso... Okay, aufgewärmt sind wir auch. Das ist echt blöd. Weil wir haben noch 8 Stunden Tageslicht. Ich kann mich ja jetzt nicht schon hinlegen, oder? Für 4 Stunden vielleicht. Weiß nicht. Und dann geht das Feuer aus, ist die Kacke. +34 °C. Boah, ist ja wie eine Sauna, ey. Aber ist jetzt egal. Wieder die falsche Taste. Genau, dann legen wir uns doch hin. 4 Stunden. Ich glaube, dann ist das Feuer noch an, hoffe ich mal. Dann können wir uns nämlich noch eine Fackel rausklauen, wenn wir Glück haben. Und ich jetzt nicht zu doll getrödelt habe. Also noch knistert's. Jo, super. Ich werde gleich mal rangehen, bevor das ausgeht. Genau, löschen. Jetzt ist es nämlich aus. Dann schaffen wir es noch zurück zu unserer Base. Noch, ach so, wegen einer Minute. Jetzt sind wir nämlich wieder aufgewärmt. Oh, scheiße, ausgetrocknet. Dann trinken wir doch noch schnell was. Ich glaube, wir essen die Pfirsiche. Das bringt nämlich beides. Ah, ich habe bestimmt kaum noch Kalorien. 87%. Komm schon, mach schneller. Warum wirkst du nur so? Pfirsiche sind lecker. Nee, glaub, aber dann... Nee. Mach die Tür zu, genau. Genau, jetzt gehen wir nämlich wieder zurück, obwohl wir aufpassen. Nicht, dass da was rumtrampelt. Ich verstehe immer nicht, warum die Musik spielt. Ich glaube, das hat was mit der... Nee, Tageslicht sind doch noch 3 Stunden. Keine Ahnung, mit was das zu tun hat, weil... Weiß nicht. Keine Ahnung. Puh. Ich glaube, das ist Zufall. Muss mich mal informieren. Oh, da ist was. Doch nicht. Genau, wir gehen jetzt wieder in unsere Stammhütte hier. Und beenden die Folge, weil... Ja, muss mir jetzt erstmal Plan zurechtlegen. Was war das denn? Ach, da war ein Hügel. Ja, dann sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen, weil irgendwie, keine Ahnung, muss ich jetzt erstmal überlegen, was ich
Diesmal hat es wenigstens gespeichert. Ich hoffe, das hat auch funktioniert. Und bis zum nächsten Mal sage ich bei Salon Dark, eure Sandy. Ciao.